In den letzten Jahren haben sich die Danube Action Days zum Get-Together der Fun- und Wassersportszene etabliert. Bei der 5. Austragung machen sie ihrem Namen wieder alle Ehre. Was wirklich cool ist, ist, dass wir die verschiedensten Sachen da haben zum Fahren. Also sei es vom Wakeboarden über Wakesurfen bis hin zu Sachen, die ich selber nicht mehr benennen kann, weil sie eigentlich ganz neu sind. Zu den neuen Erfindungen gehört zum Beispiel auch dieses Surfboard, das jede Menge Spaß auch ohne Wind und Welle garantiert. Der Jetsurfer ist ein motorbetriebenes, mit einem Zweitaktmotor betriebenes Surfboard, das um die 17 PS hat und bis zu 60 km/h schnell geht. Und es ist relativ schnell erlernbar und man hat sehr schnell auch eben halt einen sehr hohen Spaßfaktor mit dem Ding. Sportliches Highlight ist natürlich das Wakesurfen auf der Heckwelle eines speziellen Motorboots. 575 PS garantieren puren Surfgenuss auf der über einen Meter hohen Welle. Man hat auf alle Fälle einmal das Surf-Feeling. Man steht gleich oben, man kann die gleichen Tricks machen. Also es ist wirklich sehr ähnlich wie das Surfen am Meer, nur halt auf der Donau. Der begehrte Titel King of the Danube wird in zwei Disziplinen vergeben. Auf den klassischen Surfboards, die durch etwas Volumen bei kraftvollen Turns und Air glänzen. Und die dünneren, die sogenannten Skinboards, die sich besonders für technisch anspruchsvolle Tricks eignen. Skimboarden ist so, da fährt man mit einem Brett, das ist sehr ähnlich dem Ocean Skimboarden, das man kennt, wo man am Strand vom Strand aus auf die Wellen hinläuft, aufs Brett aufspringt und dann die Wellen absurft, im Gegensatz zum normalen Ocean Surfen, wo man sie anpaddelt. Und dementsprechend hat man auch beim Skimboarden eine ganz kleine oder gar keine Finne und beim Surfen zwei normale große Surffinnen. Bei den Damen beeindruckt die Russin Alexandra Blinova die Judges und holt sich mit einem sicheren Lauf den Sieg. Ich bin total überwältigt von dem, was hier passiert ist. Es war meine Premiere bei einem internationalen Event und ich kann es eigentlich noch gar nicht fassen, dass ich wirklich gewonnen habe. Markus Lahmer vom Surfclub Ohana Vienna ist seit Jahren Österreichs erfolgreichster Wakesurfer am Skinboard. Auch diesmal zeigt er wieder einen extrem flüssigen Lauf, gespickt mit spektakulären Moves und holt sich verdient den Titel King of the Danube. Das große Saisonziel ist, sich für die WM zu qualifizieren, für in Amerika und dort dann gut abzuschneiden, vielleicht einen Stockerlplatz oder einfach einen guten Run zu machen. Ein spannendes Finale liefern sich die Surfer. Schließlich kann sich auch hier der Titelverteidiger durchsetzen, Michael Bogner. Es war ein sehr harter Kampf und die Konkurrenz hier wird jedes Jahr stärker. Aber wir sind jetzt seit 5 Jahren hier dabei bei den Danube Action Days und unser Verein ist jedes Jahr immer am Stockerl. Und ich bin froh, dass wir in beiden Disziplinen momentan die Nase voran haben.